Seit knapp 4 Jahren ist die Nürnberger Versicherung Hauptsponsor beim Club. Und so gehört es zur jungen Tradition, dass die NV zum Jahresbeginn Vertreter aus Politik, Wirtschaft und dem Sport zum Neujahrsempfang lädt. In gemütlicher Atmosphäre bleibt Zeit für Gespräche, den Austausch über die sportliche Situation oder auch einfach ein gegenseitiges Kennenlernen. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen. Es wurde wieder galant alles ausgestattet. Es wurde ein Setup und ein Setting gewählt, was wirklich professionell ist. Dahingehend sind wir sehr stolz und sehr dankbar, dass wir bei der Nürnberger Versicherung wieder zu Gast sein dürfen. Ja, natürlich gute Gespräche mit der Clubfamilie, einfach das Einstimmen auf die Rückrunde und ein hoffentlich gutes Fußballjahr für die Clubfamilie mit etwas weniger Stress als das Jahr 2019. Ich gehe optimistisch ins Jahr 2020. Es kann nur besser werden als das Jahr 2019, da bin ich überzeugt von. Und das ist eine gute Einstimmung und ich denke, die Mannschaft wird auch zeigen, dass wir uns ganz anders präsentieren werden. Die angesprochene Mannschaft ist an diesem Abend natürlich auch anwesend. Ebenso wie Trainer und Sportvorstand, die ein positives Fazit der Vorbereitung ziehen und optimistisch in die anstehenden Wochen starten. Wir haben gute Testspiele abgeliefert und vor allem die Mannschaft hat sehr, sehr gut mitgezogen. Wir haben leider einen Verletzten mit Felix Dornebusch, das ist der Einzige, der langfristig bei uns ausfällt. Aber ansonsten, glaube ich, haben die Spieler unheimlich viel gearbeitet, sind jetzt auch noch ein bisschen müde. Wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Woche so die Spritzigkeit reinbekommen. Aber wie gesagt, war ein tolles Trainingslager. Ich denke, ich spreche dafür alle, dass wir eine große Vorfreude in uns haben. Ich denke, am Donnerstagabend im Volksparkstadion vor, ich weiß nicht, 50.000 aufzulaufen, ja, ist ein geiles Gefühl und ja, ist eine große Chance für uns alle. Und da wollen wir natürlich das, was wir uns im Trainingslager erarbeitet haben, auch auf dem Platz zeigen. Ja. Auch NLZ-Leiter Michael Wiesinger ist an diesem Abend dabei und gibt Einblicke in seine Arbeit und die des NLZ. Es ist aber auch ein gemeinsames Einschwören, zusammen aus der schwierigen Situation herauszukommen, um ein deutlich erfolgreicheres Jahr 2020 zu erleben. Ein gutes Beieinander, auch sich einzuschwören auf die Rückrunde, die mit Sicherheit auch schwer wird. Aber ich glaube, das ist das Richtige, dass wir heute mal zusammensitzen und darüber reden, wie wir als Gemeinschaft in Nürnberg stark sein können. Das erste Ziel ist, von da unten wegkommen. Und da muss man vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Rückschlag wegstecken. Und die Mannschaft muss dann auch Stärke zeigen, wenn sie mal einen Rückschlag erleidet. Aber die haben jetzt gezeigt, was sie können. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da wirklich rauskommen. Der Auftakt ins neue Jahr ist in jedem Fall gelungen. Jetzt darf es auch sportlich gerne erfolgreich werden.